Lieben, ich bin Nina von Lokuswelt. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Da nicht immer so traumhaftes Wetter ist wie heute, gibt es heute ein paar Schlechtwetteralternativen für eure Vierbeiner. Tag, Leute. Bevor wir mit dem Video beginnen, würden wir uns freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, damit du in Zukunft nichts mehr verpasst. Tschüss zusammen. So, ihr Lieben, kommen wir zur ersten Schlechtwetteralternative für eure Fellnasen, was auch direkt Lokus Favorit ist. Und das sind die Schnüffelteppiche. Diese Teppiche gibt es in allen möglichen Formen, Größen, Farben, alles, was ihr euch vorstellen könnt. Diesen Teppich könnt ihr natürlich in jedem Tierfachgeschäft erwerben, aber mittlerweile sogar auch im Discounter, natürlich im Internet. Und es gibt sogar eine Do-It-Yourself-Variante für die ganz Kreativen. Was Lokus Favorit ist, verlinke ich euch einmal in der Videobeschreibung, denn den haben wir bei Amazon gekauft. Um euch das ein bisschen näher zu bringen, für die, die es nicht kennen. Ein Schnüffelteppich ist ja eine Form, eine Größe, egal wie groß, egal welche Form, mit ziemlich breiten, länglichen Stoff Schnipseln oder Fransen, ich glaube Fransen trifft es eher. In diesen Teppich nehmt ihr möglichst kleine Leckerlis, schüttet sie aus und verteilt sie einfach ein bisschen. Dabei wartet euer Liebling aber natürlich so lange, bis ihr fertig seid. Wenn ihr fertig mit dem Verteilen seid, gebt ihr ihm das Go, welches Wort das bei euch auch immer ist, und dann kann er suchen. Und bei diesem Schnüffelteppich-Suchspiel wird der von Natur aus sehr, sehr ausgeprägte Geruchssinn eures Hundes gefordert und gefördert. Also wenn euer Hund größer ist, dann nehmt auch auf jeden Fall einen etwas größeren, denn sonst ist er in einer Sekunde fertig. Habt den kleinen Chihuahua, dann reicht auch einfach so eine Pizzagröße als Teppich. Wirklich, die gibt es in den verschiedensten Ausführungen. Wenn ihr mal Lust habt, dass ich so einen Teppich selber mache, lasst mich das gerne mal wissen. Kommen wir zu meinem zweiten Vorschlag, das Hütchenspiel. Das Prinzip bleibt bei uns Menschen wie bei Hunden genau das gleiche. Ihr nehmt drei bis, wie viele auch immer ihr wollt, blickdichte Gefäße, die ihr in eurem Haushalt findet. Nehmt kleine Schüsseln, Plastikbecher, Tupperdosen, was auch immer ihr gerade zur Hand habt. Setzt euren Vierbeiner vor euch hin und ganz wichtig auch hier, er muss warten. Versteckt einen seiner Lieblingsschmeckis unter dem Gefäß, mischt diese. Wichtig dabei, er muss alles sehen und dann gebt ihr ihm das Go zum Suchen. Glaub mir, es ist super lustig. Loco kann das nicht ganz, weil er haut die Becher einfach immer um mit seiner Pfote. Wenn ihr dazu auch noch ein Video wollt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Es ist super lustig. Kommen wir jetzt zu meiner dritten Alternative. Da euer Hund von Natur aus einen sehr ausgeprägten Geruchsinstinkt und auch Suchinstinkt hat, macht einfach ein Versteckspiel zu Hause. Nehmt dazu einfach die Lieblingssnacks von eurem Vierbeiner oder auch ein Spielzeug. Versteckt diese im Haus. Wichtig ist hierbei natürlich, dass euer Vierbeiner euch nicht hinterherläuft. Das heißt, er wartet zum Beispiel im Wohnzimmer, ihr macht die Tür zu, versteckt sie in der ersten Etage, im Schlafzimmer, Badezimmer, wie eure Wohnung, euer Haus aufgeteilt ist. Dann gebt ihr ihm auch hierfür wieder das Go und glaubt mir, eure Fellnase wird es lieben und wirklich zu schätzen wissen. Dieses Spiel ist genau wie die anderen natürlich auch immer steigerbar. Das heißt, ihr könnt die Schwierigkeit erhöhen, indem ihr bei dem Hütchenspiel zum Beispiel mehr Hütchen nehmt, bei dem Versteckspiel mehr Sachen versteckt und vielleicht auch an Orte, wo er eigentlich gar nicht ist. Das wäre bei uns zum Beispiel der Wäscheraum, wo der Trockner und die Truhe steht. Loco ist da eigentlich nie. Das ist wirklich interessant für ihn. Ganz wichtig bei diesen Dingen ist natürlich, dass ihr euren Hund auch nicht nur geistig bei schlechtem Wetter fördern sollt, sondern auch wenn es gutes Wetter ist, fördert seinen Kopf. So, ihr Lieben, das war's für heute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, liked es gerne, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke, um die nächsten Videos von uns nicht mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal!